Da sind wir im Advent angekommen. Unser erstes Lichtlein brennt. Schön. Aber es ist jedes Jahr die gleiche Frage, was kocht man zu Weihnachten? Ich habe mir überlegt, an den nächsten 4 Wochenenden, also an den Adventssonntagen, zeige ich Ihnen so ein bisschen, was ich mir so einfallen lasse, was man zu Weihnachten doch essen könnte. Nicht immer das Gleiche, sprich Kartoffelsalat und Würstchen oder eine Gans oder eine Ente. Einfach mal ein bisschen was anderes. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Gucken Sie sich kurz den Vorspann an, dann sehen wir uns draußen im Garten. Bis gleich. Sind wir ja in meinem Garten wieder, hatte ich ja gesagt, wir sehen uns gleich. Können Sie sich noch daran erinnern, im Frühjahr, als ich diese Mischung aus Rosenkohl und Grünkohl gepflanzt habe, sind jetzt reif die Dinger. Und sehen die nicht witzig aus? Die kurz angekocht und dann total lecker, bisschen in Butter angebraten. Passen wunderbar zu meinem Gericht von heute. Wenn wir uns mal so ein paar hier. Die lassen sich gar nicht so einfach schneiden. Den hier machen wir ganz weg. Den hier auch. Zack. Ich sag ja, wenn das so weitergeht, kann ich im ganzen Jahr irgendein Gemüse ernten. Ich mach schnell fertig, bis gleich in der Küche. So, da bin ich wieder in meinem kleinen Provisorium angekommen, wie ich es ja mal nenne. Ich habe Ihnen noch gar nicht erzählt, was wir machen. Ne? Falls Sie sich wundern, was so knistert, ist neben uns der Ofen, damit es hier so ein bisschen warm wird. Ja, was mache ich? Eigentlich relativ klassisch. Ich mache eine Roulade. Aber ich habe ja noch hier so meinen Hokkaido-Kürbis. Und ich habe mir gedacht, so eine klassische Füllung ist langweilig. Also machen wir jetzt eine Füllung aus Kürbis mit Champignons. Und Sellerie. Das Ganze würfel ich schön klein, mache ich schön klein. Dann brate ich das kurz in der Pfanne an. Und dann kommt das schön in die Roulade rein. So, das ist die Roulade. Und dann gibt es dazu, weil ich ja den Kürbis, wie gesagt, noch habe, machen wir einen Süßkartoffel-Kürbisgratin. Und dann halt unseren Rosenkohl-Mix. Und dann ist das schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf Weihnachten. Ich werde mich jetzt hier mal um meine Möhrchen kümmern, weil Möhre gehört für mich immer noch in eine Roulade, ob ich die klassisch fülle oder nicht. Das ist egal. Möhre gehört da einfach rein. Die schnippel ich mir jetzt. Ich nehme auch nur 2. Mehr werde ich nicht brauchen. Die anderen 2, die werden wir nachher in kleine Würfel schneiden und mit in die Soße geben. Aber das sehen Sie ja dann später. Die Adventszeit, muss man ja mal sagen, ist ja schon die schönste Zeit im Jahr, finde ich jedenfalls immer. Meinetwegen könnte die auch viel früher anfangen. Das Problem ist, kriegt man immer so ein bisschen Ärger. Ich fange ehrlich gesagt schon ja so Mitte, Ende September mit der Weihnachtsdekoration an.
liegt aber daran, dass ich sehr, sehr viel davon habe. Okay, ich weiß. Einige würden jetzt sagen, man kann eigentlich nicht genug davon haben. Stimmt. Man muss nur den Platz dafür haben. So, meine Süßkartoffel hier aus eigenem Garten hat so ein paar Stellen. Schälen wir ein bisschen dicker. Dann sind die nachher auch weg. Beziehungsweise ich schneide sie raus. Oh. Und dann werden sie wie immer mit meinem feinen Hobel in feinen Scheiben geschnitten. Und fertig ist schon fast der Gratin. Das sehen Sie dann aber später. Ich kümmere mich erstmal um mein Gemüse. Wir sehen uns gleich. Man soll ja immer viel trinken, hat man mir gesagt. Und das sollte echt schweinekalt draußen ist. Und wir haben schon mal einen Glühwein in die Finger geschoben. So, jetzt geht das los hier. Kochen. Ich habe jetzt hier, Sie sehen hier, Champignons, Sellerie und den Kürbis schön fein geschnitten. Und hier in die Pfanne habe ich mir jetzt ein bisschen Schweineschmalz reingemacht. Das lasse ich jetzt auflösen, dann kommt das rein, brate das Ganze so ein bisschen an und dann sind schon unsere Rouladen dran, kriegen dann ihre Füllung. Die habe ich mir schön beim Metzger besorgt, sehen richtig gut aus. Die werden dann so richtig schön gefüllt und dann kommt meine Spezialdisziplin, Rollen von Rouladen. So ein paar Dinge kann man ja nicht. Man kann nicht alles können. Meine Mama sagt das immer. Ja, hat sie recht. Rouladenrollen gehört nicht dazu. Das ist genauso wenig, wie ich Kohlrouladen wickeln kann. Kann ich auch nicht. Aber wie gesagt, man muss ja nicht alles können. Es reicht ja, wenn andere was können. Solche Sachen vor allem. So. Wie gesagt, ich brate das jetzt schön an. Ich verwende da übrigens kein Salz für. Ganz zum Schluss kommt gleich noch eine Zwiebel mit rein. Die will ich aber nur so ein bisschen glasig dünsten. Und fertig. Das Ganze ablöschen. Werde ich ganz kurz mit ein bisschen Kochsahne, damit so ein kleines bisschen Bindung kriegt. Sieht schon gut aus, ne? Es wirkt. So, kleine Zwiebel. Ich finde übrigens die Zwiebeln bei uns aus dem Garten. Über die Zwiebelernte reden wir dieses Jahr lieber nicht. Es war Zwiebelsuchen im Garten angesagt. Weil das war ehrlich gesagt eine Katastrophe. Das ist ja so typisch deutsch, so eine Roulade, ne? Als ich meine Mutter angerufen habe und ihr gesagt habe, ich mache eine Roulade. Oh ja, sagt sie, du musst schön Speck nehmen. Ja, ja, sag ich. Mach ich aber nicht. Wieso nicht? Ich sag, bei mir kommt kein Speck rein. Ich sag, bei mir kommt eine vegetarische Füllung rein. Ich sag, Kürbis, Pilze, Zwiebel. Und Sellerie, mehr nicht. Konnte sie sich nicht ganz so vorstellen. Ich mir schon. So, jetzt kommt meine Kochsahne. Wirklich nur ein Minischluck.
einfach ein bisschen einreduzieren lassen. Können Sie überhaupt noch was sehen? So, und schon ist fertig. Jetzt kann ich mir das gleich auf meine Rouladen legen. Das lasse ich vorher noch ein bisschen abkühlen. In der Zwischenzeit machen wir dann gleich weiter mit dem Gratin. Weil der darf auch in den Ofen, der braucht ein bisschen länger. Dazu habe ich übrigens, weil wir hier im Garten, wie gesagt, immer noch provisorisch leben, diese Aluschalen. Das sind wenigstens die einzigen, die in diesen kleinen Backofen reingehen. Irgendwann werden wir dieses Problem wahrscheinlich auch nochmal lösen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das kriegen wir schon hin. Also Glühwein ist echt lecker. Und nein, ich saufe nicht, ich trinke nur genüsslich. So, fertig. Ich mache mal ein bisschen Platz schaffen hier, was? Und dann geht das los mit unserem... Das ist ja das Problem, dass das hier sehr klein ist. Aber das, was ich umbauen wollte, funktioniert nicht. Hier sollte die Wand eigentlich raus. Funktioniert alles nicht. Mal gucken, was wir machen. So. Ganz einfach. So, der ist schon ruhig. Ganz einfach. Ich hole mal eben meine vorbereiteten Sachen und bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt hier meine Kürbisse. Und hier die Süßkartoffeln. Die Süßkartoffeln haben wir sehr dünn geschnitten. Kommen da jetzt unten rein. Schön geschichtet. So. Jetzt kommt eine Schicht Kürbis oben drauf. Die hat Flo gerade eben übrigens gemacht. Und hat sich da fast. Die habe ich ein bisschen dicker geschnitten, wie man hier sehen kann. Die kommen jetzt auch hier rein. Beim Kürbis, dadurch, dass er ein bisschen rund ist, ist das ein bisschen schwieriger. Also da einfach irgendwie versuchen, eine Fläche hinzukriegen. So. Das sieht schon ganz gut aus. So. Es fällt ja nachher eh so ein bisschen in sich zusammen. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Salz. Zack, mehr gibt's nicht. Ich bin sowieso, was Salz angeht, ja sehr sparsam. Sie haben ja gesehen, nicht mal in meiner Füllung für die Roulade ist Salz drin. Braucht man auch nicht. So. Sie sehen, eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und es ist mal was anderes. Es ist nicht immer der typische Kartoffelauflauf bzw. Kartoffelgratin. Ganz schlimmes Wort, das auszusprechen. So. Hier habe ich noch eine ganze Scheibe. Ganze Scheibe Kürbis kann oben drauf. Ist noch so eine. Da hat aber schon Spaß gehabt, Flo, ne? So ein bisschen, ja. Sieht man. Schön geschnitten. So, wie gesagt. Lege ich jetzt schön rein. So, jetzt kommen wieder die Süßkartoffeln oben drüber. Das Ganze muss ich Ihnen ja nun nicht zeigen, bis ich fertig bin. Ich mache das jetzt einmal komplett fertig. Weil ich brauche noch einen zweiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Roulade fülle und dann hier auch die Flüssigkeit für mache, die da oben noch rüber muss. Dann den Käse und dann gehen die schon in den Backofen. Ich sag mal, bis gleich. Wir mussten gerade wirklich lachen. Mir passiert ja in der Küche gerne mal was Lustiges. Jetzt habe ich ja hier die Süßkartoffel geschält
und habe die Süßkartoffelschalen in eine Schale gepackt und habe den Sparschäler auch in die Schale gepackt und habe dann obendrauf mein Küchentuch, mein Küchenhandtuch, also hier dieser Zebrawisch und weg, also darf ich ja nicht sagen, also Küchenrolle, ne, habe ich jetzt nicht gesagt, habe ich oben drauf geschmissen und habe da nicht mal reingeguckt und habe gedacht, okay, da ist ja auch nur Papier drin und schmeiß das in den Ofen. Ja. Im stillen Gedenken denken wir jetzt ganz fix an unseren Sparschäler, den ich da offensichtlich mit reingeschmissen habe. Schade eigentlich. So, wir kommen mal. Hier übrigens brutzelt schon so ganz leicht meine Soße für den Gratin. Und jetzt kommen wir mal hier zur Füllung der Roulade. Insgesamt habe ich 4 Stück. Sollte eigentlich reichen. Da bin ich jetzt so ein bisschen nölig mit. So. Einmal. Kommt immer so ein Löffel rein. Normalerweise legt man das ja über die Länge. Ich mache das hier nicht. Es knackt im Ofen. Ich befürchte, unser Sparschäler verabschiedet sich gerade. So, Sie sehen. Eigentlich geht das ja relativ einfach, ne? Man macht doch einen Scheiß manchmal, ne? Aber gut. Kann ja passieren. So, den klappen wir ein. Und dann wird wieder schön gerollt. Und ja, die kriegen gleich noch ein Bändchen drumrum. Damit die nicht auseinanderfallen. Nur da ich hier nebenbei noch mein Süßchen brutzel, kann ich das nicht auch noch. Hier ist übrigens Küchenrolle. Die verbrenne ich in meinem Ofen. Manchmal halt auch ein Sparschäler. So! Schön meine Füllung. So, Sie sehen, eigentlich ganz easy, einfach fertig. Hier rühren wir nochmal. Wird schon schön warm. Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich habe da ein bisschen Käse mit reingemacht. Weil ich mag das zwar, wenn der Käse oben drüber ist, aber ich mag das auch, wenn der Käse in der Soße ein bisschen ist. Darum zieht er sich jetzt ein bisschen, da muss er mal flüssig werden. Bisschen Kochsahne, bisschen Salz, bisschen Pfeffer und dann war ich noch draußen. Ich habe noch Petersilie gefunden. Die habe ich uns dann noch mit rein. Das Ganze kommt dann gleich hier rüber und dann geht das in den Ofen. Sie sehen, ich habe schon schön 2 Formen gemacht. Richtig schön aufgefüllt mit Süßkartoffeln und Kürbis. Wie gesagt, es ist mal was anderes. Immer das gleiche essen mag man ja auch nicht. Und speziell zu Weihnachten kann man ruhig mal ein bisschen testen. So, jetzt kommt der spannende Moment, mein Küchengarn. Eigentlich habe ich ja versucht, das zu verhindern, dass Sie das sehen, weil ich bin da echt ein Künstler drin. Bei mir isst man nicht unbedingt Roulade, sondern bei mir isst man gerne mal ein Band. Weil ich brauche da doch immer ein bisschen mehr Band für. Aber es scheint gut zu gehen. Scheint zu funktionieren. Das Doofe ist, man sagt ja über uns Männer, wir können immer nur eine Sache. Entweder oder. Ich bestätige das gerade. Ich kann nicht nebenbei auf meine Soße gucken und nebenbei eine Roulade wickeln. Es funktioniert einfach nicht. Aber es ist ja Advent, da haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Da ist man ein bisschen entspannter. Also stört mich das heute alles nicht. So, jetzt wickeln wir das hier noch einmal durch. Ja.
Dann so rum. So rum. Ja, du sollst doch da rumbleiben. So. Sehen Sie, was ich meine? Da ist nachher mehr Band als Roulade. Aber hingekriegt. Fertig. Das Ganze mache ich jetzt mit den anderen auch noch, so dass es so richtig schön ist. Aber erstmal kümmern wir uns hier um unser Sößchen. Die ist gut, schön aufgelöst. Das Ganze gieße ich jetzt hier rüber und dann gehen die so eine gute Dreiviertelstunde, vielleicht auch eine Stunde, je nachdem, in den Backofen und sind dann fertig. In der Zwischenzeit machen wir die Rouladen, aber die wickele ich erstmal. Und damit sie meinen Wutanfall nicht sehen, mache ich das alleine. Bis gleich. Ich bin immer noch geschockt von mir selber, ehrlich gesagt. Ne? Da habe ich meinen guten Sparschäler. Ich meine, ich habe noch einen zweiten, aber das war wirklich so mein Liebling. Naja, passiert halt. So, ich habe jetzt hier wieder Schmalz in der Pfanne. Jetzt gehen meine Rouladen da gleich rein. Werden angebraten. Man sagt ja mal schön scharf. Nebenbei schneide ich mir hier noch ein paar Möhrchen. Weil ich mag das immer sehr gerne, wenn nachher in der Soße Möhren drin sind. Aber ich will ja einen Soßengrundstoff haben. Und den kriege ich halt nur mit angeschmorter Möhre, Sellerie, Champignons und was da nicht alles, was ich noch so über habe. Also werde ich das diesmal ein bisschen anders machen. Diese Möhren, die ich jetzt hier schneide, sind die Möhren, die nachher in die Soße kommen. Und das Ganze hier schmeiße ich da gleich noch mal in eine Pfanne, brate das noch mal ein bisschen an. Und dann, oh, das duftet wieder, ne? Und dann kommt da nachher noch ein Schluck Wasser drauf und fertig bin ich. Aber erstmal werden wir unsere Rouladen anschmoren. So, dieses hier ist wieder nebelig, falls ihr nicht seht. Das, wie gesagt, werden, wie ich mal sage, meine Geschmacksmöhren. So. Es ist echt neblig hier drin. Aber ich habe das hier lieber im Garten als zu Hause. Und im Garten Advent zu feiern ist auch mal eine schöne Sache. Falls ihr mich nicht seht, ich bin immer noch da. Oh ja, die sind schön. Also sie könnten jetzt theoretisch warten, bis ich mir soweit bin. Sie können aber auch einfach auf den nächsten Bildschnitt warten, dann geht's weiter. So, ich habe jetzt hier mein Gemüse, Sellerie, Champignons, Zwiebeln, Möhren, alles rein. Das brate ich jetzt schön scharf an. Meine Rouladen sind hier schon im Besserchen. Es kommt nachher da einfach rein. Vorher kommt noch ein halber Liter Wasser mit zu. Und dann lassen wir das Ganze, ich sag mal, gute 2 Stunden köcheln. Ganz langsam. Und dann gibt's Essen. Also mal wieder. Jetzt ist soweit alles fertig. Sehen die nicht gut aus? Mischung großen Kohl, Grünkohl. Habe ich jetzt ganz kurz vorgekocht.
wirklich nur ganz kurz, 5 Minuten oder so. Die kommen jetzt hier in die Pfanne. Ja, ja, mit ein bisschen Butter. Nur ganz kurz angeschwenkt und fertig. Rouladen habe ich rausgenommen. Machen wir jetzt ein schönes Sößchen. Und dann sind wir schon fertig. Ich hoffe, es war eine kleine Idee für Sie. Der Gratin steht halt hier, da haben wir schon mal probiert. Sehr gut geworden. Das Ganze werde ich jetzt ein bisschen zusammenformen, auf den Teller legen. Ihnen wünsche ich noch einen schönen ersten Advent. Wir sehen uns nächste Woche zum zweiten Advent. Da kommt dann der Grill in Action. In diesem Sinne, bis nächste Woche.